Du hast eine Frage. Reingehen ist einfach. Aber wie komme ich denn raus? Ey, ich bin ehrlich, ne? Das ist, ja, also hier unten geht's vielleicht weiter. Hallo? Willkommen jetzt zurück auf meinem Kanal. Mitten aus dem Wald. Wie ihr seht, heute mal kein Gimbal. Das Gimbal ist dabei, aber ich habe eine kleine Schraube vergessen, mit der ich die Kamera am Gimbal befestigen kann, also alles für den Arsch. Befinde mich gerade auf dem Weg zu einem Bunker, bei dem ich noch gar nicht war. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob ich da reinkomme. Kann ja sein, dass die Klappe zugemacht wurde oder ich den gar nicht finde oder der gar nicht mehr existiert, obwohl das glaube ich eher nicht. Irgendwo hinter den ganzen Baumrändern vorne soll es ein großes Areal geben, also so ein altes Übungsgelände, wo auch der Eingang zum Bunker sein soll. Vorsicht, Elektrozaun. Ich bin auch vorhin mit dem Auto über so eine kleine Heidelandschaft drüber gefahren und da lagen überall Knochen rum. Also Rehbeine, alles mögliche, Gerippe, als wenn es irgendwie so eine Art Futterplatz ist. Ich meine, ich bin in Brandenburg, so viel kann ich sagen. Und es gibt in Brandenburg mittlerweile echt viele Wolfsrudel wieder. Okay, ich bin hier oben. Ich muss den Weg runtergehen. Und dann links rauf. Das kann ich auf der Kamera gerade nicht sehen, aber da vorne sehe ich halt noch irgendwelche Gebäude. Und ich weiß nicht, ob das hier überhaupt noch verlassen ist oder ob jetzt hier mittlerweile, auch wenn hier ein Zaun und sowas, ein Elektrozaun, als wenn hier wirklich irgendwie irgendwelche Tiere gehalten werden und das gar nicht verlassen ist, weil der Bunker, müsst ihr wissen, ist halt direkt auf diesem Feld drauf. Ich muss halt aufs Feld drauflaufen, bin von allen Seiten sichtbar. Ey, und solange da kein Schild ist von wegen Betreten verboten, bin ich sowas von safe hier drin. Es geht alarmlos. Also hier oben ist auf jeden Fall was, aber ich glaube nicht, dass es hier der Bunkereingang ist, oder? Also hier ist, doch, hier oben ist ein... Ach du Scheiße. Ich gucke erstmal da vorne noch und da. Und wenn das nichts bringt, dann muss ich hier runter. Anderes Problem, wie komme ich hier runter? Ich meine, da vorne sind noch ein paar Sprossen, aber hier oben ist nichts zum Festhalten und kein richtiger Einstieg. Weil, wie ihr es gleich mitbekommen habt, ich bin heute wieder alleine unterwegs. Es weiß niemand, wo ich bin, was auch nicht gut ist. Wenn ihr auf LP-Touren geht, alleine könnt ihr ja gerne machen, aber sagt zumindest jemand Bescheid, wo ihr seid. Hier gibt es auch einen Einstieg. Der sieht sogar noch machbarer aus, würde ich sagen. Gut. Digga, das geht bis ganz runter und bis ganz da unten sind überall diese dicken Wurzeln drinne. Überall. Überall. Bis eine Frage. Reingehen ist einfach. Aber wie komme ich denn raus? Wie komme ich hier raus? Ey, ich bin ehrlich, ne? Das ist, Also ich bin in vielen Sachen unvernünftig. Aber hier siegt doch die Vernunft, glaube ich, weil der Einstieg da, der ist, glaube ich, machbar. Runter ist kein Problem. Hoch ist schwierig. Und wenn ich irgendwie da runterfallen sollte, irgendwas passiert, so, dann liege ich halt da unten. Nicht so geil. Muss mal gucken, wo ich dann am besten hintrete. Ich muss direkt hier weg, darüber. Oh Gott, ey. Ich frage mich immer wieder, was ich hier eigentlich mache, ey. Okay. Vorsichtig, auch die Kamera ist mir so heilig, ne? Wenn da was passiert, bin ich richtig traurig. So. Ja, also hier unten geht's vielleicht weiter. Hallo? Alter. Ja, was machst du so am Donnerstag? Ja, schwer zu erklären.
Ich war mir dreckig. So, Rucksack habe ich nicht vergessen, weil da ist noch ein bisschen wichtiges Zeug drin, unter anderem mein Portemonnaie. Das ist natürlich einfacher, wenn man zu zweit ist, wa? Rucksack müde, Rucksack schlafen. Wisst ihr, was das Schöne ist? Meine Jacke. Die gute Gamsbock Antarktika. Die habe ich gestern erst gewaschen. Okay, wir sind drin. Also rückblickend muss man sagen, dass der Einstieg jetzt deutlich besser war als der erste. Beim ersten wäre ich ja gestorben, ey. Was ich komisch finde, es gibt jetzt hier noch keine Verbindung zu dem ersten Einstieg und dem zweiten jetzt. Also wir laufen jetzt ganz woanders hin. Wir laufen dahin, wo ich vorhin den Bunker vermutet hatte, wo dieser kleine Hügel war. Ich muss mir über den Kopf entziehen. Oh, nice. Bitte lass es kein Ausstieg sein, er ist ja richtig traurig jetzt. Oh, hier. Ah, doch. Hier ist der richtige Bunker, Leute. Geil. Aber der ist nass. Ich warte, der Tropfen nochmal ab. Okay, Hand ist nass. Ich habe jetzt mal die Handschuhe vorne hingelegt. Die dürfen wir nachher nicht vergessen, weil die sind nass. Die ziehe ich jetzt nicht mehr an. Aber ey, wir haben es geschafft. Wir sind hier drin. Und ich kann schon mal so viel sagen, die Luft hier unten ist extrem scheiße. Ich war jetzt schon in einigen Bunkern gewesen und hier drinnen ist es sehr stickig. Und riecht auch so voll nach so Öl. Und auch dieser Bunker wurde wie auch von den Russen genutzt. Das sieht man halt auf den ganzen Aufschriften hier. Da gehen mal wieder Grüße raus an meine ganzen Deutsch-Russen in den Kommentaren. Bitte übersetzen. Obwohl, warte mal. Ey, wollte ich auch mal probieren. Gibt es nicht so eine Übersetzer-App fürs Handy? Oh, ich habe keinen Empfang hier unten. Damn. Empfang sagt, nee. Ich mache das mal anders. Ich mache mal ein Foto davon. Und dann übersetze ich etwas später. In SYN, mit VLKUDAY technischen, ohne Paar 1 DAI. Boah. Die haben den komplett zugeschüttet, ne? Also keine Ahnung, ob es hinten raus oder rein ging oder ob es da irgendwie weiter ging sogar. Jedenfalls ist hier alles voller Schutt. Komplett. So ein langer Gang, wenn so die Farbe rechts und links schon so abblättert. Sehr, sehr cool. Und jetzt auch in jedem Raum immer so Rechenaufgaben. Guck mal hier. 2x60, 120, 120, 120, ja. 360. Das heißt, wenn ich jetzt hier um 63 Grad drehe, das heißt eine Drehung, ich gehe erstmal ein bisschen am Rand lang hier, wo die Stahlstrebe ist. Weil ein paar Platten fehlen auch schon. Zehn Meter, dann rechts. Zehn Meter, dann wieder rechts. Da ist der Ausgang. Und hier steht auch da OG. Gibt es ein Obergeschoss? Hier ist eine Rutsche. Das ist nämlich die Rutsche, wo die Gummibärchen immer rausgekommen sind. Ja. Ah. Ey, es gibt ein Obergeschoss. Okay, ja. Gehe ich gleich hin. Ich gucke erstmal unten noch alles. Das Ding ist, wir haben oben auf der Oberfläche nichts gesehen. Aber ich bin auch nicht so tief reingekrabbelt in den Bunker eigentlich. Also ich bin vielleicht so maximal 4 Meter unter der Erde.
Gott. Wieder ein Gang. Jetzt verstehe ich auch, wieso überall so Markierungen sind, wo der Ausgang ist, weil, ich meine, ich finde noch raus, so ist nicht, aber man kann sich relativ schnell verlaufen. Ich gehe erstmal hier rein. Das ist krass im Obergeschoss. Dann denke ich, dass unten im Keller, sag ich mal, hier im Untergeschoss, die ganzen Anlagen standen, ne? Also die ganzen, weiß nicht, Belüftung, Heizung, sowas halt. Und oben dann die Leute gearbeitet haben oder geschlafen haben oder wie auch immer. Ist es der Typ P51? V ist gleich 28 Kubikmeter. Also ich gehe mal davon aus, dass da drin Wasser gelagert war. Und dann die Frage, Wasser zur Kühlung? Wasser zum Heizen? Weil Trinkwasser kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nee. Bestimmt eher Wasser so zum Kühlen und zum Heizen. Weil das Ding hier war bestimmt für Warmwasser. So eine Art Boiler. Lüftungsschacht hier oben. Oh my gosh. Das ist zwar kyrillisch, aber sieht aus wie Kill. Kill 20. Der tötet dich. Ich will jetzt nichts Falsches labern. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was es hier ist, ich glaube eher Lüftung, gerne in die Kommentare schreiben, weil so ein Ding hier habe ich noch nicht gesehen. Denn die ganzen Rohre hier zur Lüftung, die sind halt verbunden oder waren verbunden mit dem Teil. Ne? Da fehlt halt dieses Verbindungsstück hier. Überall, ne? Ich bin unten vielleicht gerade mal halb durch, ne? Wir haben oben noch gar nicht abgecheckt. Das ist echt verrückt. Also, finde ich schon geil, so eine Tür zu Hause zu haben. Einfach nur von der Optik her. Wäre schon cool. Eigentlich schade, dass das nicht der Ausgang ist, ne? Dass die zugemacht. Oder? Wurde er zugemacht? Alter, guck mal. Was geht hier ab? Der Weg in deinen Untergang. Hört sich vielversprechend an. Oh. Okay. Da wir jetzt unten alles haben, gehe ich nach oben. Übrigens, coole Band. Grüße! Ich verstehe das nicht. Ich habe oben auf der Oberfläche nichts davon gesehen und ich bin auch nicht so tief gekrabbelt. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Alter! Meine Theorie war ja, dass unten die ganzen Anlagen standen und oben halt gearbeitet wurde eher und auch die Betten waren. Hier haben wir zumindest ein Bett von damals. Glaube nicht, dass es genau hier stand, weil auch hier waren irgendwelche dicken, fetten Anlagen gewesen, die hier rumstanden. Also das Bett wurde bestimmt bewegt. Ich kann mir vorstellen, dass überall draufsteht, was das genau für ein Raum war.
Ne? Das ist wirklich überall. Also Beschriftung ist echt überall vorhanden. Wieder irgendwie geil, weiß auch nicht. Es hat irgendwas so Endzeitmäßiges. Und ich mag immer noch die Farbgebung, ne? Dieses Blau von den Wänden und dann diese knallgelben Türen. Also die Russen hat immer so Pastellfarben gehabt, auch bei Kasernen. Ich finde es immer irgendwie cool. Und guck mal, wie dick die ist, ne? Und die ist auch so gewölbt. Das heißt, wenn der Druck, ich glaube, das ist auch wegen dem Druck, bin ich ganz ehrlich, weil wenn die zu ist, boah, Alter. Ich glaube, wenn draußen irgendwas explodiert und der Druck kommt hier runter und knallt hier gegen die Tür gegen, kannst du der Druck besser verteilen, wenn die rund ist. Ja? Das ist wie eine Eierschale. Wenn ich hier gegen drückt, hält die viel mehr aus, weil die so gewölbt ist, so rund. Ich glaube, das ist der Sinn davon. Auf jeden Fall ist die extrem massiv. Guck dir diesen Hoshi an, ey. Vom Gewicht her bestimmt 500 Kilo. Was haben wir hier? Auch noch einen kleinen Lagerraum. Boah, ich würde gerne mal zurück in die Zeit reisen und gucken, wie es hier damals aussah. Hier wurde auch zugeschüttet. Ah, ein kleines Waschbecken. Das war ein kleines Bad hier gewesen. Ach, guck mal. Hier ist ein Abfluss. Das waren die Duschen. Das war eine Dusche hier. Das war der Abfluss. Und hier hinten standen sie und haben geduscht. Ich meine, das ist eine sehr geräumige Dusche, ne? Ah, sorry, nee, das ist kein Waschbecken, da habe ich mich geirrt. Das ist nämlich ein Pipi-Klo. Ah. Das könnte der Ausgang sein, den wir vorhin hatten. Boah, Alter. Das waren schon mal die ganzen Schließfächer gewesen von den stationierten Soldaten oder wer auch immer hier unten gearbeitet hat. Gut, die gehen gar nicht mehr zu, die sind komplett verrostet, also die Scharniere sind verrostet. Aber hier ist auch ordentlich feucht drin, also hier kam ein bisschen Feuchtigkeit durch. Und das ist auch wieder typisch russisch. Die hatten damals halt immer Stehklos, ne? Da stellst du dich hin und kackst im Stehen ins Loch. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wo ich hergekommen bin. Pff. Hier. Ah, meine Handschuhe sind noch da. Ich bin froh, gleich wieder oben frische Luft einzuatmen. Das ist sehr stickig und so. Du riechst jetzt halt nur Öl. Das riecht durchgehend nach Öl hier unten. Also so alten Diesel oder irgendwas. So mistig. Rucksack brauche ich gar nicht aufsetzen, weil ich muss ich gleich wieder da vorne absetzen. Wie ist die niedrigste Gangart? Fühl dich. Fühl dich komplett. Oh. Oh.
Luft. Luft. Ich will auch nichts kaputt machen mit meiner Jacke hier. Alter, das ist doch keine. Ist doch keine Option hier. Leck mich fett in die Fresse geschissen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Und dann noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Das wissen viele nicht. Ich habe seit Jahren eigene Patches. Hab die aber nie groß beworben. Unter anderem mein Reloadic Air in Rot. Gibt es auch in Glow in the Dark, also so eine Weiß, was halt leuchtet im Dunkeln. Das ist aber das normale Rote. Und eins, übrigens auch selber designt, da saß ich eine Weile dran. Ne? Boden weg, Scheißendreck. Das ist halt eigentlich ein reines Lost Place Patch. Ja? Boden weg, Scheißendreck. Die Patches, die beiden und das Glow in the Dark gibt es bei Gijunk. Der Link zu den Patches unten drin. Wer mich supporten möchte, kann das über den Link tun und über einen Kauf von einem Patch. Da gibt es auch bei jeder Bestellung eine Autogrammkarte dazu. Und falls ich entscheiden sollte, so ein Ding hier euch zuzulegen, bitte verlinkt mich auf Instagram, ja, in der Story. Dann sehe ich das. Man kann es auch bei mir retweeten oder reposten in der Story. Würde mich freuen. Ne? Unten verlinkt. So, ich gehe zurück zum Auto. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es mega. Und beim nächsten Mal auch wieder mit Gimbal und 4K. Aber an dieser Stelle klinke ich mich aus. Wir sehen uns auf YouTube oder vielleicht auch auf Twitch. Da bin ich fast jeden Tag live. Auch heute vielleicht. Einfach vorbeigucken. Link ist auch in der Beschreibung. twitch.tv/reloadiac. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Schnackt mit mir. Zockt mit mir. Also bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Ciao.